So Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Jo, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder und alles ist in Ordnung wieder. Wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Achso, ja genau, hier beim Kühlschrank ist ein Wimmelbild wieder. Natürlich schaut es hier genauso aus wie bei der ersten Folge, wo wir den Kühlschrank auch ein Wimmelbild gehabt haben. Der Kuchen, der Handabdruck und Sandwich ist noch immer vorhanden. Und es hat sich hier wirklich überhaupt nichts verändert. Den Käse suchen wir, das Seil suchen wir, die Weintrauben suchen wir. Dann suchen wir den Kuchen, das ist nicht der Kuchen, ein Kuchen, ein Handabdruck und ein Sandwich. Wir haben hier einen Schuhabdruck, aber keinen Handabdruck. Wo ist der Handabdruck? Ja, ist wurscht. Kuchen. Wo ist der Kuchen? Kuchen. Lass mich doch einen Kuchen mitnaschen. Nee, um Gottes Willen, sonst kriege ich eine Lebensmittelvergiftung. Also, nee, danke. Ihr könnt euch den Kuchen kalten. Sag mal, wo ist denn der Kuchen jetzt aber wirklich versteckt? Das ist ja nicht so schwer. Na gut. Brille, Steak, Würstchen, Brille, Steak, Würstchen. Gleich alles nebeneinander. Was für eine geil. Schuhabdruck haben wir hier. Den Schlüssel haben wir das letzte Mal schon gesucht. Und Alaska ist hier. Fehlt uns noch der Handabdruck. Der ist hier. Jo. Aber Kuchen und Sandwich. Ja. Das ist es, was wir jetzt suchen. Ein Sandwich. Eine Sandwich. Sandwich. Und ein Kuchen. Ein Schiffsnass und ein Nechuk. Bist du ein Kuchen? Ja, du bist ein Kuchen. Pfui Teufel, na, den kannst du wirklich kalten. Und ein Sandwich. Sandwich. Das ist nur ein Toastblock und kein Sandwich. Das ist hier eine verschimmelte Banane mit einem Haufen voll scheiß Schimmel hier. Aber wo um Gottes Namen ist der Sandwich? Sandwich. Mon amour, Sandwich. Wo ist der Sandwich? Wie du Sandwich, denn du bist bei der. Da kommt der Flora, da kommt der Efeu. Servus Flora. Ja, wo ist das Sandwich? Sandwich. Patrick. Patrick Sandwich. Ich habe keinen blassen Dunst, Leute, wo hier das Sandwich ist. Das ist wahrscheinlich wieder so offensichtlich, dass ich es nicht finde, weil ich meistens etwas komplizierter suche. Also ich habe keinen Plan, wo das Sandwich ist. Das ist eine Motte. Das ist eine Raupe. Ja. Aber kein Sandwich. Sandwich. Huch! Schaut hier nicht. Ja, beim ganz näheren Betrachten schaut das für mich wie ein Sandwich aus, aber. Ja, okay. Ist ein Sandwich. Ein Seil haben wir dafür bekommen und der Kochtopf kocht noch immer. So, dann gehen wir mal in die Vorratskammer. Achso, jetzt. Oh ja, Glühbirne haben wir. In der Vorratskammer. Haben wir hier irgendwo einen Stift? Nein, dafür kann ich jetzt hier die Glühbirne reinschalten und hier runtergehen. Ja, der Alkohol in diesen Fässern ist seit langem verdunstet. Schade. Laut den Etiketten sind die Flaschen französischen Portweins aus dem 16. Jahrhundert. Bestimmt ist der Inhalt schon zu essig geworden. Und eine Ratte. Eine Weinflasche ist vor kurzem zerbrochen. Anscheinend schnüffele ich nicht alleine hier unten herum. Nein, weil das macht nämlich der Captain Jack Sparrow. Richtige Dosen und Kisten sind
Richtige? Rostige Dosen und Kisten sind uninteressant, ne? Kann ich da nicht weiter irgendwo? Nein? Oh. Ich fühle eine Brise hinter der Steinwand hervorkommen. Ja, dann klopf sie auf. Oder schneid sie auf, keine Ahnung. Ne, geht nicht, gut. Rattenloch. Ich ziehe es vor, meine Finger nicht in das Rattenloch zu stecken. Dann halt einen Schraubenzieher. Oder einen Hammer. Oder ein Seil. Ne, gut. Okili dokili. Wie der Ned Flanders immer so schön sagt. Okili dokili. So, okay, da unten kann man nichts machen. War sehr sinnvoll, dass wir die Lampe hier braucht haben, aber bitte. Ja, was kann ich denn hier drinnen? Haben wir da hier drinnen vielleicht irgendwo einen Stift? Jawohl, hier haben wir einen Stift. La Stifto mio. Dann haben wir noch grün, rot, blau, orange, was uns fehlt. Okay, okay, okay. Die Eisenkette untersuchen bringt nicht viel. Das kaputte, den kaputten Hocker können wir noch immer nicht reparieren. Das Fass untersuchen bringt auch nichts. Hier haben wir schon geschaut, hier gibt es keine Stifte. Nein, okay. Was haben wir denn eigentlich bei der Karte? Nichts Neues, würde ich mal sagen. Okay. Dann gehen wir wieder zurück und suchen die weiteren Stifte. Ich habe keine Ahnung mehr, Leute, woher die weiteren Stifte sein können. Unter der Leinwand des Gemäldes scheint sich etwas zu befinden. Ja, dann mach's auf. Oder schneid's auf. Oh. 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 Leider hat das nicht funktioniert. Oh. 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 Oh, das wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich dieses Minispiel noch nicht machen? Nö, anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Warte mal, ich habe noch irgendwo so ein Bild gehabt. Hinter der grausamen Darstellung des Kampfes scheint sich etwas zu verbergen. Bitte sei vorsichtig damit! Ja, ja, ich habe noch einen Schlüssel gebracht. Keine Sorge. Jetzt heute nicht die großen Scheiß-Pipi. Und wir haben den Schlüssel mit Diamantensymbol. Ich habe keine Ahnung, wo ich den schon wieder brauche. I don't have anything to share right now. Jo, ja nicht. Schlüssel mit Diamantsymbol. Schlüssel mit Diamantsymbol. Psst. Hey, du da. Ja, genau du. Du, Zuschauer, hilf mir. Wo brauche ich den Schlüssel? Hä? Sag mal das, komm. Psst. Schlüssel, was? Da? Nein, da doch nicht. Hä? Schrauben am Holz verhindern, dass ich das Gerät untersuchen kann. Ach so, na wenn's weiter. Hä? Ey, ich habe einen Schraubenzieher, das sind Schrauben. Schrauben verhindern am Holz, dass ich das Gerät untersuchen kann. Was los, Alter? So. Als ich die staubige Leinwand eines Gemäldes in der Eingangshalle untersuchte, bemerkte ich etwas Unnormales. Anscheinend verbergen einige Gemälde im Haus etwas unter der Oberfläche, genau wie die merkwürdige Uhr. Ich schnitt also mit einer Schere ein großes Loch in das Gemälde und wurde mit einem Eisenschlüssel belohnt, der im Holzrahmen versteckt wurde. Nebenbei keifte der Alte natürlich wieder mal, warum ich das Bild zerstört hatte. In den Ecken des verzierten Gemälderahmens wurden komplizierte Details eingearbeitet. Es handelt sich wahrscheinlich um mehr als Dekoration, aber ich bin verwirrt, ob der rätselhaften Existenz der vielen Fallen im Haus. Jo, bist ja auch schließlich nur Polizist, ne? Und kein, weiß ich nicht was. Bäh, 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 bäh.
Upa, Uka, Uka. Na, dann gehen wir mal kurz rauf. Da sind noch immer die Beansies. Da geht's zu ihr ins Schlafzimmer. Da legen wir mal die Stifte ab. 1, 2 und 3. Ja. Gut, ich komme gleich, Kleine. Ich muss nur schauen, ob ich hier irgendwas noch machen kann. Spiegeln, spiegeln an der Wand. Wer ist der hellste im ganzen Land? Ich sicherlich nicht. Kann ich das hier vielleicht auch zerschneiden? Ja, kann ich. Oh, ist das ein Rätsel, ein neues? Das ist nicht so gut dann. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Rätsel ist oder nicht. Da steht nirgendwo Tipp, da steht gar nichts. Na gut, okay, scheiß mal drauf einmal. Wir werden uns jetzt einmal auf die Suche machen. Kann ich hier vielleicht... Nein. Was? Hat da jetzt gerade jemand gemacht, oder? Naja, ist auch egal. Die Putzfrau putzt weiter gemütlich hier im Zimmer, madum. Naja. Tipp. Ein Wachsmalstift war auf einem Regalboden im Drehtisch in der Küche versteckt. Da habe ich ja geschaut. Hoppala. Hoppala. Da habe ich doch geschaut schon. Oh. Oh. Wohl nicht so gründlich, ne? Schlampig, schlampig. Sowas dulde ich gar nicht. Habe ich hier vielleicht noch was übersehen? Ne. Ne. Huch. Im Grill neben der Laube lag viel Abfall und auch ein blauer Wachsstift. Wirklich? Ah ja. Also, jetzt wird es mir schon langsam peinlich. Gut, dann gehen wir nochmal alles ab. Gut, aber da ist jetzt definitiv nichts mehr. Da kann ich nur die Eisenkette betätigen. Hier drinnen ist definitiv auch nichts. Hier ist definitiv auch nichts. Hier unten war und ist definitiv auch nichts. Da hier ist auch definitiv nichts. Ja, pff. Ob der Stift vielleicht weggeworfen wurde, aber ich benötige vor etwas um... zum Aufschneiden des Müllsacks. Na gut, ich meine... Ich glaube, Freunde, das tun wir uns in der nächsten Folge dann an. Schön, dass wir übrigens den Kühlschrank offen gelassen haben. Jetzt ist die halbe der Küche voll Wasser, weil der Kühlschrank natürlich auftaut. Aber wie haben wir so schön gesagt, wie wir schon einmal was kaputt gemacht haben? Ich war's nicht. Das war schon so. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Let's Play. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss, Baba.